Charles Bukowski hat ihn zur Literatur gebracht und Louis Armstrong zur Musik. Da war Jürgen Schlenzer 16. Wenn du jetzt zurückdenkst an diesen Moment, was passierte da in deinem Leben, als du den Jazz für dich entdeckt hast? Ja, nun, ich kam wie alle in meinem damaligen Alter aus dem Pop und aus dem Rock. So, ich kam so aus dem Psychedelic Rock, Pink Floyd, Yes und so. Und habe dann zum ersten Mal Louis Armstrong gehört, die Platte aufgelegt und habe die ersten 10 Minuten genau nichts verstanden. Und dann habe ich mich mal zurückgelehnt, hingesetzt und gelernt zuzuhören. Und das war irgendwie die Öffnung zum Jazz. Und jetzt seit 21 Jahren Jazz Open. Hier ist schon ordentlich voll. Wie entwickelt man so einen Spürsinn, den man ja auch braucht, um auch neue Talente zu entdecken? Naja, so ein Festival hat eine Anschrift und wenn du das ein paar Jahre machst, dann kriegst du ja auch ein Gefühl dafür, wie die Balance aussehen muss. Wir sind ja nicht rein puristisch jazzmäßig unterwegs, ist bekannt, dazu stehen wir auch. Wir sind offen für andere Genres. Jazz verbindet für uns immer, das grenzt nie aus. Bei welcher Vertragsunterzeichnung hast du so richtig Strike gemacht und gesagt, ey, das war's? Ehrlich gesagt, letztes Jahr bei Van Morrison. Also er ist ein All-Time-Hero für mich und ich habe ihn Jahre gejagt, mehr oder minder. Und als der Vertrag unterzeichnet war, jo. Wie schwer war es denn, die 13-jährige Emily Bear zu kriegen? Das war eigentlich nicht so schwer, als ich sie entdeckt hatte, wenn ich das so sagen darf. Ich stand in Kontakt mit dem Quincy Jones Management. Sie ist dort unter den Fittichen von Quincy Jones. Man hat sich ausgetauscht. Und für ein Konzert sie nach Deutschland zu holen, wäre zu kurz gesprungen. Und da haben wir uns darauf verständigt, dass sie dieses Jahr eine Woche bei uns ist. Es waren ihre ersten Deutschlandkonzerte und die Leute waren begeistert. Und zwar auf allen drei Bühnen, auf denen sie war. Emily, it is. Oh, is it? Can you play with one hand so that you can give me your head? Yeah, of course you can. It's a pleasure meeting you. Hi. You too. Nice to meet you. Is this a good piano? Oh yeah, that sounds great. I sell it to you. $10,000. Too much? It is. I listened to so many interviews of you. I read so many interviews, and it's always the same question: is like, how is it possible to stay a normal child when you are actually a genius? You are a genius. You can say that. I think you can be proud of that. Be honest. Are you tired of those questions? I mean, they're great questions. Yeah. But I mean, they're a little overused. Yeah. But I mean, like, everyone wants to know, like, how you start and, like, where it came from and how it all began. Not just like, ooh, I got here today by doing nothing. You started playing the piano when you were 2 years old. This is incredible. I just want to show you a picture of me being 2 years old. This is okay? That's me. That's really me. So some of the people who saw me in this age thought, is it really a child or is it an ugly, fat doll? Please put it away. So, and you were playing, at this age, you were playing the piano. It is amazing, isn't it? Yeah, I mean, well, you're adorable, by the way. Thank you very much. As a baby. You're a professional. You know how to lie on television. Well, I mean, like, I've never really, like, had a time where I don't remember playing music or having music in my life. It's just kind of always been there. And, I'm not really sure, like, the exact day I just walked up to the piano and just started writing stuff. I think it was at the age of 6 you played at Carnegie Hall. It's a dream of every musician. You played in the White House. Now you're in the White Hall, by the way. This is the White Hall. But I'm not the president of Stuttgart. And you played in front of the U.S. president in the White House. That is amazing. Do you sometimes think, well, my life is pretty crazy, isn't it? I mean, it's crazy, but it's really fun. Yeah. And I honestly couldn't imagine without, like, my life without music and without traveling, and like all of the places that I've been have just like shaped me to the person I am today, and it's just been a crazy ride. When you take a look at the audience, you played in front of big audience, a lot of people, and there are some people who have tears in their eyes. They are touched emotionally by you and your music. What's that feeling like to not only reach the people's minds, also reach their hearts? Well, I think that's one of the most incredible things that, like, music can do, is, like, reach people's emotions. And that is probably one of the reasons why I'm still doing it now, because I love the way people, like, react when they listen to my music. And I love the way that they say that they feel when they listen to my music. So, yeah, that's one of the biggest things. When did you realize that you have that special gift? I honestly
don't realize that, I mean, have any special gift, because I feel that I'm just like someone who enjoys playing music and enjoys like inspiring other people. Not to like, I'm not playing music just so I can like make money and be like famous. Great. So. Can you play on that? Try it. You can play on every piano. It doesn't matter how big it is. Pretty in tune, actually. Do you want to have it? Want to keep it? I mean, it's a little big for the suitcase. $5,000. Okay. Thank you.
Emily Baer bei den Jazz Open 2015. Sie hat von der amerikanischen ASCAP-Gesellschaft, das ist sowas wie bei uns die GEMA, eine Auszeichnung bekommen fürs Komponieren. Damals war sie 6 Jahre alt. Jetzt ist sie 13, hat im Weißen Haus gespielt, genauso wie in Montreux beim Jazzfestival, hat 6 CDs rausgebracht. Es ist einzigartig, auf der anderen Weise ist es unfassbar, aber so Wunderkinder in der Musik gibt es ja immer wieder, Günther, ne? Das sind diejenigen, die Teenager sind und doch schon als Veteranen bezeichnet werden können. Jeder, der in der Schule ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass Wolfgang Amadeus Mozart auch schon so ein Wunderkind war. Auf Betreiben des Vaters hat er sehr früh Instrumente spielen gelernt und hat angeblich schon mit 6 Jahren ein Menuett komponiert. Und wir wissen, dass der dieses Talent auch bis zu seinem Tode durchgehalten hat. Aber auch in der Popmusik sind solche Wunder bekannt. Wir kennen ja die Jackson 5. Als Michael, der Leadsänger, dort dabei war, war er 7 Jahre alt. Und als er, Michael Jackson, seine Solo-Karriere begann mit 13, war er dann, wie ich es vorhin schon sagte, ein Veteran. Ist eigentlich unglaublich. Steve Winwood, den wir ja auch schon bei den Jazz Open hatten vor ein paar Jahren, hat Keep on Running für die Spencer Davis Group mit 14 Jahren eingesungen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Emily Baer hat eben im Interview auch gesagt, na, sie wird auch immer wieder auf ihr Alter angehauen. Also so ein bisschen nervt es sie natürlich auch. Und man hat aber auch den Eindruck, es wird auch hier auf dem Festival diskutiert nach dem Motto, naja, sie hat ja gar nicht die Möglichkeit, auch ihre Kindheit auszuleben. Also es ist immer so eine Gratwanderung, oder? Wie schätzt du es ein? Das hatten sehr viele andere, die sehr fleißig gearbeitet haben, auch nicht. Das gilt für Sportler übrigens ganz genauso. Katharina Witt hatte auch keine Kindheit und wurde Olympiasiegerin. Und wir freuen uns alle. Bei Emily ist das nur so, dass sie jetzt schon ein großes Publikum anzieht. Und da stellt man sich natürlich auch diese Frage. Aber ich habe den Eindruck, dass Emily Baer das gerne macht. Wir haben sie ja hier erlebt und sie war mit Begeisterung dabei. Wenn Eltern das Talent der Kinder erkennen und das fördern, gibt es in der Regel eigentlich nicht viel dagegen zu sagen. Also von Emily Baer werden wir auf jeden Fall noch jede Menge hören, das ist mal klar. Und der Tourplan von Sarah McKenzie, der sieht gerade so aus, dass sie in München war, aktuell dann eben Stuttgart. Und dann geht es für sie weiter an die Côte d'Azur. Sie kommt aus Australien, hat aber gerade ein Stipendium abgeschlossen an dem berühmten Berklee College of Music in Boston. Und jetzt ist sie bei den Jazz Open.